Sie darf ihre Drohung nicht erfüllen. Dafür musst du sorgen. Ich, rief Theodahad erschreckt, ich kann das nicht. Wo ist gute Lindis? Sie allein kann helfen. Und der Präfekt, sagte Petros, sende nach ihnen. Alsbald waren die beiden Genannten vom Festmahl heraufgeeilt. Petros verständigte sie von den Worten der Fürstin, ohne jedoch dem Präfekten den Vertrag als Veranlassung des Auftritts zu nennen. Kaum hatte er gesprochen, so rief die Königin: »Genug. Sie darf es nicht vollenden. Man muss ihre Schritte bewachen. Sie darf mit keinem Goten in Ravenna sprechen. Sie darf den Palast nicht verlassen. Das vor allem.« Und sie eilte hinaus, vertraute Sklaven vor Amalas Winters Gemächer zu senden, alsbald kehrte sie wieder. »Sie betet laut in ihrer Kammer«, sprach sie verächtlich. »Auf, Cetegus, lass uns ihre Gebete vereiteln.« Cetegus hatte mit dem Rücken an die Marmorsäule des Eingangs gelehnt, die Arme über die Brust gekreuzt, diese Vorgänge schweigend und sinnend mit angehört. Er erkannte die Notwendigkeit, die Fäden der Ereignisse wieder mehr in seine Hand zu versammeln und straffer anzuziehen. Er sah Byzanz immer mehr in den Vordergrund dringen, das durfte nicht weiter angehen. »Sprich, Cetegus«, mahnte gute Lindis nochmals, »was tut jetzt vor allem Not?« »Klarheit«, sagte dieser sich aufrichtend. »In jedem Bund muss der Zweck, der besondere Zweck jedes der Verbündeten klar sein. Sonst werden sie sich stets durch Misstrauen hemmen. Ihr habt eure Zwecke, ich habe den meinen. Eure Zwecke sind klar, ich habe sie euch neulich schon gesagt. Du, Petros, willst, dass der Kaiser Justinian anstatt der Goten in Italien herrscht? Ihr, gute Lindis und Theodahad, wollt dies auch gegen reiche Entschädigung an Rache, Geld und Ehre. Ich habe auch meinen Zweck. Was hilft es, das zu verhehlen?«